Und damit herzlich willkommen in der ersten Konferenz nach der langen Bundesliga-Pause. Wir wollen uns heute, auch wenn es manchmal schwerfällt, auf das Sportliche konzentrieren. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Konferenz. Es ist eine besondere aus vielerlei Hinsicht. Die Corona-Pause ist jetzt erstmal vorbei. Man kann hin und her gerissen sein, was den Neustart der Bundesliga angeht. Ich bin jetzt erstmal optimistisch und hoffe, ja, dass es gut ausgeht. Sollten aber Komplikationen bei den Spielern auftreten, ja, dann sollte man natürlich sofort wieder unterbrechen. Aber ich möchte mich heute auf Sportliche konzentrieren und ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mich tatsächlich freue, dass es wieder losgeht. Bei FIFA kann man keine leeren Ränge, keine leeren Stadien irgendwie simulieren, aber ich habe zumindest den Hintergrundsound runtergeregelt, so dass es klingt, als wären keine Zuschauer da. Ja, jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Konferenz. Ich habe den ganzen Spieltag schon prognostiziert, noch vor der Corona-Krise. Der ist oben in der Infokarte verlinkt. Da sind dann auch Zusammenfassungen. Das sind allerdings dann auch andere Samstagsspiele. Die für die Konferenz hier habe ich jetzt nochmal neu aufgenommen, damit ihr die Ergebnisse noch nicht kennt. Aber das soll es gewesen sein mit dem Gelaber. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Viel Spaß und bleibt immer sportlich fair in den Kommentaren. Auch vor allem bei Dortmund gegen Schalke. Ich bin weder von Dortmund noch von Schalke Fan. Das Ergebnis wird von FIFA gespielt. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ihr könnt mich zwar beleidigen, aber das hilft im Endeffekt nichts. Ich bin kein Fan aus der ersten Liga und dementsprechend gehe ich neutral an jede Partie ran. Auch an Dortmund gegen Schalke. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein mit dem Gelaber. Sorry, echt. Los geht's jetzt mit Dortmund gegen Schalke in der ganzen Konferenz. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen in der ersten Konferenz nach der langen Bundesliga-Pause. Wir wollen uns heute, auch wenn es manchmal schwerfällt, auf das Sportliche konzentrieren. Borussia Dortmund empfängt im Derby hier im Westfalenstadion den FC Schalke 04. Für den BVB geht es noch darum, an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Schalke steht ganz gut da. Die Europa League wäre ein gefundenes Fressen für die Königsblauen. Das war's erstmal von hier. Wir schauen nach Augsburg. Sind in der Fuggerstadt angekommen, der FC Augsburg. Unter Neutrainer Heiko Herrlich heute gegen den VfL Wolfsburg gefordert. Wir schauen auf die Aufstellung. Lute im Kasten, das heißt, das wohl erstmal die neue Nummer 1 statt Kubek bei Herrlich. Wir sind auch gespannt, was der VfL Wolfsburg aufs Parkett bringt. Blicken jetzt weiter nach Düsseldorf. Und für die Fortuna sieht's ganz akzeptabel aus. Man ist noch mitten im Geschehen, hingegen der Gast aus Paderborn hat ganz große Sorgen. 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang alleine. Natürlich können sie heute mit einem Sieg auf 3 Punkte ranrücken und 16. ist eben Düsseldorf. Die Chance will Paderborn beim Schopfe packen. Wir sind in Sinsheim. Die TSG Hoffenheim empfängt Hertha BSC. Hoffenheim kann noch an die Euroleague-Plätze anschließen. Für die Hertha geht es darum, sich weiter vom Relegationsrang zu entfernen. Aktuell sind es 6 Punkte Vorsprung für die alte Dame. Das dürfte wohl am Ende reichen, aber dazu sollten sie auch noch ein paar Punkte sammeln. Und das will ebenfalls Leipzig tun. Heute gegen den SC Freiburg da gab es im Hinspiel den Sieg für die Breisgauer. RB Leipzig kommt ab und an überhaupt nicht damit zurecht, im Schwarzwaldstadion aufzutreten. Das hatte man im Hinspiel gesehen. Zeigt also auch, dass die Freiburger den Leipzigern ohne Frage gefährlich werden können. Freiburg steht 1 Punkt nur hinter Platz 6. Der FC Schalke 04 ist dort beheimatet. Also für den SC Freiburg noch einiges drin. Und Leipzig hat 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz 1. Wir sind erstmal informiert, welche Spiele es heute so gibt. Wir wollen das Ganze beginnen hier in Leipzig. Paulsen hat sich den Ball zurechtgelegt und dann kann es beginnen. Die Konferenz startet, 5 Spiele sind am Start.
Ein großer Fokus liegt logischerweise auf dem Derby, allerdings auch in allen anderen Partien nach oben oder nach unten hin irgendwie Spannung drin. Dementsprechend sind wir sehr breit aufgestellt. Leipzig in den weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Der SC Freiburg in dem, ja, ist das Violett von rechts nach links jedenfalls in der Außenseiterrolle, aber das habe ich soeben schon angesprochen. Im Hinspiel gab es einen Sieg für den SC Freiburg. Ist hier im Red Bull Stadion, in der Red Bull Arena nochmal eine andere Geschichte. Und Leipzig will direkt zeigen, dass es eine ganz andere Story wird als im Hinspiel. Sabitzer mit dem ersten guten Abschluss. Lang hat es nicht gedauert. Alexander Schwolo muss eingreifen. Macht er mal seinen Vordermännern klar, so kann es nicht lange gut gehen, und das würde ich mal so unterstreichen. Da müssen sie schnell aufpassen, um hinten alles dicht zu machen. Jetzt kommt da einer auf kurz für den Eckstoß. Angelino also völlig frei, zieht jetzt in den Strafraum ein mit dem Ball. Die Flanke ist nicht schlecht. Der Abschluss ebenfalls mit etwas dahinter. Alexander Schwolo muss direkt wieder eingreifen. Das sind die ersten Eindrücke von hier. Leipzig macht Druck. Wie sieht's in Dortmund aus? Hier wird sich eher abgetastet. Der BVB ist noch beeinflusst von den Spielen zuletzt hier im Signal Iduna Park gegen den FC Schalke 04. Im letzten Jahr gab es ja ein 2:4, zwei rote Karten dafür den BVB. Das war durchaus traumatisierend. Matondo über die rechte Seite will die Flanke bringen, aber Akanji stellt sich rein. Das ist recht interessant. Der FC Schalke 04 mauert sich nicht ein, sondern agiert hier in der Anfangsphase mindestens auf Augenhöhe. Der BVB scheint noch etwas schwieriger hier reinzukommen. Könnte eben mit den vergangenen Spielen hier im Westfalenstadion zusammenhängen. Wieder Matondo auf der rechten Seite, fehlt jetzt so ein bisschen die Unterstützung. Guerrero passt auf, klärt erstmal zum Einwurf. Matondo, diesmal hat er da jemanden. Tor in Düsseldorf! Wir schauen noch kurz auf die Situation und würden dann nach Düsseldorf geben. Ja, ab nach Düsseldorf. Die Gäste führen mit 1:0. Der Tabellenletzte atmet noch. 14. Spielminute, Srebeni. Irgendwie rollt ihm da der Ball vor die Füße. Aus Spitzenwinkel kann er dann Kastenmeier überwinden. Der lässt sich tunneln, sieht höchst unglücklich aus in der Szene. Und stand jetzt nach 14 Minuten hier in der Konferenz ist der SC Paderborn auf 3 Punkte rangerückt. Auf den Tabellen 16. Düsseldorf. Das würde nochmal ganz neue Spannung hier in den Abstiegskampf reinbringen. Die Fortuna ist um eine schnelle Antwort bemüht. Auch hier merkt man, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht. Paderborn ein Stück weit mit dem Mute der Verzweiflung, weil eigentlich müssen sie heute gewinnen, um nochmal eine Chance zu haben, drin zu bleiben. Dementsprechend sind sie hier relativ frei im Kopf. Es geht nur um den Sieg. Michel steckt durch zu Jans. Die Flanke auf den zweiten Pfosten. Jasula köpft. Wir gehen eine Runde weiter nach Augsburg. Wo der FCA kommt. Philipp Max mit weiten Schritten über die linke Seite. Khedira rüber zu Richter. Und das Tor. 19. Spielminute. Da kommen wir ja gerade recht. Max mit dem weiten Sprint. Gute Übersicht auf Khedira, der legt einmal ein Stück weiter zu Marco Richter, der Castells dann überwindet. Da sieht der Belgier im Tor der Wolfsburger auch etwas unglücklich aus, würde ich tendenziell trotzdem keinen Vorwurf machen. Das war ein wuchtiger Abschluss. Der FCA führt. Vor dem Spieltag waren es 5 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Aktuell wären es satte 8. Das ist mal ein Ruhepolster. Der VfL Wolfsburg muss Tor in Dortmund jetzt natürlich reagieren. Erstes Tor im Derby. Rüber ins Westfalenstadion. Der BVB führt. Julian Brandt macht das 1:0.
Die erste wirklich nennenswerte Torchance führt zum Treffer. Schalke bekommt keinen Zugriff, da können sich Brandt und Hazard die Pille hin und her schieben. Platzierter Abschluss, nicht zu halten für Schubert, der weiterhin im Kasten steht, trotz Nübels Rückkehr. So, hier haben wir das erste dicke Zeichen. Wie sieht's denn in Sinsheim aus? Das erste dicke Zeichen lässt noch auf sich warten. Die Hertha agiert aber wirklich mutig unter Bruno Labbadia. Das sieht man hier. Plattenhart zu Mittelstädt. Die Flanke abgefälscht von Harvard Nordfight, sodass es Eckstoß gibt. Die erste Hälfte des ersten Durchgangs ist abgelaufen. Hoffenheim kommt noch gar nicht rein. Ist von Herthas neuer Spielweise scheinbar etwas irritiert und beeindruckt. Askersiba, Wolf, Turuna, Riga, abgefälschter Ball vor die Füße von Mittelstädt. Aber die Fahne geht hoch. Die Fahne geht hoch. Tor in Leipzig. Tor in Leipzig, schauen wir uns sofort an. Hier der Abschluss von Santiago Askersiba und dann... ja, ist es wohl eine Abseitssituation. Sollte es anders sein, melden wir uns nochmal. Jetzt erstmal nach Leipzig. Die Gäste führen mit 1:0. Nils Petersen zeigt erneut, dass der SC Freiburg für RB Leipzig mehr als nur eine kleine Hürde darstellt. Der Abschluss erst noch gut gehalten von Gulaschi. Doch der Ungar wehrt direkt vor die Füße ab von Nils Petersen, der abstaubt. Ganz einfach den Fuß hinhalten muss. Der Abschluss ist dann leicht zu meistern. Dort zu stehen ist eine größere Herausforderung. Das hat Petersen aber in dieser Situation mal wieder unter Beweis gestellt. Er ist ein Phantom. Er weiß, wo die Pille hinkommt. Und so steht es 1:0 für die Gäste. RB Leipzig unter Druck. Es sind noch einige Schlachten zu schlagen in dieser Bundesliga-Saison. Trotzdem, das wäre schon so eine kleine Vorentscheidung. Vor allem, wenn der FC Bayern München gegen Union Berlin dann gewinnen sollte. Leipzig hat aber auch hier noch genug Zeit. Gesamt gesehen über eine Stunde Spielzeit sollten für zwei Tore ausreichen als Meisterschaftsaspiranz. Gibt jetzt zumindest auch einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Marcel Sabitzer legt sich den Ball zurecht. Den wollen wir uns noch anschauen. Geben dann gleich eine Station weiter. Dominik Heinz, der Übeltäter. Die Freiburger wollen das Ganze nun logischerweise verteidigen. 31 Meter Torentfernung, direkter Torabschluss ist unwahrscheinlich, schwacher Freistoß, schnell nach Düsseldorf. Gute Parade gerade von Zingerle, Kenan Karaman schließt ab, guter Schuss, aber nicht gut genug, so dass Zingerle zur Stelle ist und das Ding rausfischt. Knapp über eine halbe Stunde gespielt, Eckball von der linken Seite. Karaman legt raus, etwas unorthodox, doch Düsseldorf bleibt in der Szene drin. Kevin Stöger mit der Flanke und Tommy in der Mitte wird gefunden. Super gemacht. Der Ausgleichstreffer durch Tommy. Einem der talentiertesten Spieler im Kader der Fortuna. Flanke von links, Kevin Stöger. Auch super gemacht, die Direktabnahme. Weil Düsseldorf drin bleibt in dieser Szene. Hier steht es 1:1. Wie schaut's in Augsburg aus? Es ist ähnlich knapp noch, aber nicht gleichmäßig verteilt. Der FC Augsburg lässt aktuell sehr wenig anbrennen. Und der VfL Wolfsburg hat Probleme, hier Mittel zu finden. Gegen die Taktik des Neutrainers Heiko Herrlich. Jetzt vielleicht mal Yannick Gerhardt mit dem weiten Schlag und
Der Lauf von Schlager ist nicht verkehrt. Xaver Schlager zu Ginczek und da ist der Treffer. Das kam jetzt aus dem Nichts, aber sich im eigenen Stadion so auskontern zu lassen, das dürfte Heiko Herrlich überhaupt nicht gefallen. Lute ist überwunden. Stark von Schlager hier die Übersicht. Ginczek bleibt dann eiskalt. Und setzt den Ball unten links rein. An Raube Leo einfach vorbeigespielt, diese Situation. Und jetzt steht es hier doch auch 1:1. Der FCA und der VfL Wolfsburg. Beide mit einem Treffer. Wie schaut's in Dortmund aus? Hier steht es noch 1:0. Wir wissen ja, wie schnell sich das ändern kann aus Düsseldorf und aus Augsburg. Der FC Schalke 04 kommt jetzt auch über Benito Rahman und Bastian Utschipka. Da fehlt die Unterstützung. Zu oft ist das der Fall. Der FC Schalke 04 hat die Pille, ist auf der Außenbahn, aber dann kommen sie nicht in die Mitte rein und zu Flanken trauen sie sich nicht ganz. Guido Burgstaller auch nicht der Kopfballspezialist. Jetzt vielleicht. Tor in Düsseldorf. Utschipka mit der Flanke, Ball geklärt. Zurück nach Düsseldorf. Die erneute Führung für Paderborn. Sven Michel schlägt zu 2:1 für die Elf von Steffen Baumgart. Da hat das 1:1 nicht sehr lange gehalten. Michel aber auch ziemlich frei. Die Verteidigung rückt teilweise raus. Gieselmann und Eihahn heben das Abseits noch auf, dass wenn Michel vorm Kasten dann cool bleiben kann, das stellt er hier erneut zur Schau. Paderborn also ein wirklich unangenehmer Gegner. Jetzt sind es wieder nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 16. Sven Michel schlägt zu. Das wollen sie jetzt möglichst auch in die Pause bringen. Das sollte klar sein. Tor in Augsburg. Nächstes Tor in Augsburg also. Auch hier ist es eine erneute Führung. Der FC Augsburg wieder in Front, 2:1, Florian Niederlechner macht das Ding, weil Robin Knoche sich hier zu einfach den Ball abluchsen lässt. Das darf niemals passieren. Florian Niederlechner im Abschluss dann etwas Glück, Castils ist sogar noch dran und das nicht zu wenig. Der Ball springt einmal auf, kullert dann aber über die Linie. Ich weiß nicht, ob Sie es im Anschnitt gesehen haben, Florian Niederlechner war sich ziemlich sicher, dass der Ball reingeht. Läuft schon direkt zur Außenbahn, nachdem Castils noch dran war. Das heißt, der hätte auch gerne auf die Latte aufschlagen können. Aber Florian Niederlechner hat das wohl im Blut gehabt. Der Ball ging über die Torlinie und so hat auch hier das 1:1 nicht lange Stand halten können. Der VfL Wolfsburg jetzt um eine schnelle Antwort bemüht, ist ja sonst gleich auch Pause. Der FC Augsburg, ja, nach vorne können sie einiges liefern, nach hinten aber immer mit kleinen Fehlern. Renato Steffen bekommt da nochmal die Flanke rein vom Pausenpfiff. Die Nachspielzeit ist abgelaufen, das dauert zu lange. Hier steht es 2:1. In Sinsheim ist noch kein Treffer gefallen, da läuft es aber noch, deswegen wollen wir nochmal in die Pre-Zero Arena schauen. Ein eher tristes 0:0 hier in Hoffenheim. Nachspielzeit ist auch abgelaufen. In den anderen Spielstätten ist ebenfalls Pause. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Es sind schon einige Tore gefallen. 8 an der Zahl. Das ist ein Schnitt, den wir gerne halten wollen im zweiten Durchgang. Hertha ist gut dabei, vielleicht sogar etwas besser. Es sind aber noch keine Tore gefallen. Jetzt schauen wir kurz auf alle Ergebnisse und freuen uns dann auf eine spannende zweite Halbzeit. Ja, hier haben wir einmal im Überblick die Ergebnisse. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefällt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ich verspreche euch, es fallen auch noch ein paar weitere Tore im zweiten Durchgang. Viel Spaß dabei und nochmal danke fürs Reinschalten. Willkommen zurück in der Konferenz. Die Halbzeit
ist abgeschlossen. Wir starten in Dortmund und schauen uns, bevor es gleich dann richtig losgeht, noch mal den Treffer an, den Julian Brandt erzielen konnte. Der bislang einzige Treffer des Tages. Jetzt geht's hier weiter. Der FC Schalke 04 stößt an, jetzt von links nach rechts. Doch der BVB ist hier gleich wieder voll on fire. Axel Witsel luckt sich den Ball ab. Es war noch Luft nach oben, beidseitig vom BVB. Kann man vielleicht auch nicht mehr erwarten, als in Führung zu gehen und das Ganze zu verteidigen. Doch ein gewisses Risiko spielt da immer mit rein. Jetzt machen sie es etwas besser und setzen sich direkt mal vorne fest. Hazard. Julian Brandt, Hazard, das hat schon vor dem 1:0 gut geklappt. Hazard bekommt die Flanke aber nicht rein, weil Becker noch rankommt. Hält die Füße rein, klärt zum Eckstoß. Guerrero legt sich das Ding zurecht, das ein probates Mittel vielleicht in dieser Partie, in der in den Strafraum sonst nicht so viel abgeht. Eckball aber eher mangelhaft. Witzel zu Haaland. Kein Abseits, zumindest nicht laut dem Linienrichter. Das hätte das 2:0 sein können. Haaland das erste Mal jetzt richtig in Aktion. Schubert hält. Wir blicken mal nach Leipzig. Auch hier gibt es einen Eckstoß. Forsberg, Paulsen vor die Füße abgewehrt von Halstenberg. Und der haut da einen Seitfallzieher raus. Drückt das Leder nur noch über die Linie. Das kam jetzt doch etwas spontan. Ecke direkt ausgeführt. Von der linken Seite Paulsen mit dem Kopfball aus schlechtem Winkel. Schwolo vor die Füße von Halstenberg. Der muss da sogar so artistisch rangehen, sonst kommt er da überhaupt nicht hin mit dem rechten Fuß, der sein Schwächerer ist. Ist aus der kurzen Distanz dann aber auch irrelevant. Er haut das Ding rein. Leipzig startet perfekt in den zweiten Durchgang. Hier steht es 1:1. Tor in Hoffenheim. Leipzig schlägt zu. Tor in Hoffenheim, das erste des Tages. Und hier fällt es für die Gäste. 56. Spielminute. Arne Meyer mit dem 1:0. Diesmal zählt es auch. Das Abseitstor aus dem ersten Durchgang vergessen. Wurde übrigens zu Recht zurückgepfiffen. Jetzt aber gibt es keine Zweifel zur Anerkennung an diesen Treffer. Arne Meyer alleine vor Baumann wuchtet das Ding rein. Rechts in Tor in Dortmund. Zweiter Treffer in Dortmund, jetzt geht es ja aber Schlag auf Schlag. 2:0 für den BVB, es hatte sich angekündigt, Dortmund startet herausragend in diesen zweiten Durchgang und setzt jetzt auch noch einen drauf. Thorgan Hazard schlägt zu, Schubert ist bedient. Hazard ist da durchaus mit Todibo zumindest einigermaßen bedeckt, doch der Innenverteidiger steht zu weit weg von seinem belgischen Kontrahenten. Hazard lässt sich nicht zweimal bitten und schlägt zu. 57 Minuten gespielt, hier steht 2:0, wir wollen nach Augsburg gehen. Der FCA lässt hier nichts übrig, will nicht sich hinten reindrücken lassen, spielt deswegen weiter nach vorne. Tor in Leipzig! Der VfL Wolfsburg, ja. Jetzt schauen wir erstmal nach Leipzig. Der nächste Treffer. Das hat nicht lange gedauert. Leipzig dreht die Partie. Yusuf Paulsen mit dem 2:1 wird da bedient. Schließt direkt ab. Flachschuss. Schwolo streckt auch den Fuß aus. Kommt aber nicht mehr richtig ran. So schnell kann man sich eine Führung und eine gute Ausgangsposition verbauen aus Sicht der Freiburger. Das ging jetzt zu schnell. Keine Viertelstunde gespielt im zweiten Durchgang. Leipzig führt mit 2:1. Und man möchte sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft. Tor in Düsseldorf. Auch hier geht's gut weiter im zweiten Durchgang. Der zweite Ausgleich fällt. Diesmal macht es Kenan Karaman selbst.
Flanke von der rechten Seite. Im ersten Durchgang war es noch eine Flanke von links. Karaman mit der Direktabnahme vorbei an Zingerle. Wieder alles offen. Fortuna Düsseldorf schlägt zu. Das, was bei Paderborn so häufig kritisiert werden muss. Die anfällige Defensive ist auch hier wieder mal nicht in Schutz zu nehmen. So gut sie nach vorne spielen, so porös ist die Defensivabteilung. Das heißt, sie müssen mehr Tore schießen. Vasiliades zu Antwi Ajay, das sieht nicht schlecht aus. Was ist denn hier los? 65. Minute. Antwi Ajay mit dem 3:2. Ja, so schlecht wie es hinten läuft, so gut muss es vorne laufen und es läuft gut. Antwi Ajay hat viel zu viel Platz. Ayhan rückt dann zu spät raus. Kommt nicht mehr ran. Vorbei an Kastenmeier, der noch mit den Fingerspitzen dran ist. Paderborn führt wieder. Was für eine Partie. Kann Düsseldorf ein drittes Mal zurückkommen? Tor in Leipzig. Kommt Freiburg jetzt zurück in Leipzig? Da ist der nächste Treffer gefallen. Sieht nicht so aus. Freiburg fällt gerade auseinander. 65. Minute. Marcel Sabitzer mit dem dritten Streich. Gut schnell gespielt. Sabitzer legt den Ball mit der Sohle einmal vor. Schließt dann schnell ab. Links rein. Aus seiner Sicht für Schwolo ist da überhaupt nichts zu machen. Zu platziert. Geschossen. Hier steht es 3:1, hier waren wir schon einige Male, wollen deswegen den Standort wechseln, blicken nach Augsburg. Hier ist es noch knapp, doch der FC Augsburg kommt, Iago mit der Flanke, die ist suboptimal, Paulo Ottavio kann es aber nicht klären. Und so entsteht ein trotzdem sehr gefährlicher Angriff, 67. Minute, Marco Richter. Einmal hat er schon getroffen, auch im kurzen Eck. Diesmal ist Kuhn Castells aber gewarnt. Wechsel bei Wolfsburg, Felix Klaus betritt das Feld. Wer jetzt runtergegangen ist, konnte ich auf Anhieb nicht überblicken. Möglicherweise Brekalo vom Feld, aber da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Der VfL Wolfsburg tut sich hier weiterhin extrem schwer. Augsburg macht das gut. Führt verdient mit 2:1, 20 Minuten. Tor in Leipzig. Auf der Uhr, nächster Treffer in Leipzig. Wohl der K.O.-Punch. 70. Minute, Sabitzer schlägt ein weiteres Mal zu. 4:1. Freiburg ist jetzt dieses altbekannte Kartenhaus, das zusammenfällt. Das ging jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag. 4 Tore in knapp 15 Minuten. Sabitzer artistisch am zweiten Pfosten. Heinz symbolisch einen Schritt zu spät, wie im kompletten zweiten Durchgang. Hier ist jetzt tatsächlich alles klar. Kommt Schalke in Dortmund nochmal ran. Dazu sollte langsam der Anschlusstreffer her. Doch nach dem 2:0 ist das hier fast eine andere Partie. Der FC Schalke findet nicht mehr rein, auch in der Defensive immer wieder löchrig. Hazard ist im Ballbesitz, zieht in den Strafraum ein, das geht alles zu einfach. 3:0, Schicht im Schacht, 73. Minute, alles vorbei für den FC Schalke 04. Haaland macht alles klar. Das ist ein schöner Doppelpass zwischen Hazard und Brandt, die heute richtig gut harmonieren. Becker ist zwar in der Situation drin, doch in der deutlich schlechteren Position als Verteidiger. Haaland tritt jetzt auch in Erscheinung. Lange Zeit gar nicht so sichtbar gewesen, hatte dann vor dem 2:0 einen guten Abschluss. Jetzt ist hier wirklich alles vorbei. Davon kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehen. Der FC Schalke 04 hat
insbesondere im zweiten Durchgang, dann viel zu wenig nach vorne investiert. Konnte nicht mehr drauf antworten. Wäre vermutlich mit dem 0:0 am Ende des Tages auch zufrieden gewesen, aber das ging ja schon nach dem 1:0 in der 23. Minute nicht mehr. Und jetzt die Möglichkeit immerhin zum 3:1, auch das soll nicht fallen. Wir schauen nochmal nach Sinsheim. Denn hier ist es noch deutlich spannender, zumindest vom Ergebnis her. Luke Bacchio mit der Flanke, Nordfight klärt das Ding erstmal raus. Hoffenheim muss sich da hinten befreien und dann nach vorne kommen. Aber die Hertha will auf den zweiten Treffer gehen. Arne Meyer, der Torschütze! Zumindest mit dem nächsten Abschluss, 82. Minute. Baumann ist aber da, fängt den weg. Donnarigga mit dem Fehler, das könnte jetzt teuer werden. Brun Larsen! Thomas Kraft ist da. Verhindert das 1:1. Jakob Brun Larsen hier macht das eigentlich gut. Der Abschluss aber nicht perfekt. Kraft klärt zur Ecke. Knappe Geschichte aber. Zeigt, dass Hoffenheim vielleicht nochmal rankommt. Rudi mit dem Eckball. Zuber bringt ihn aufs Tor, aber dann wird der Ball auf der Linie geklärt. Knapp 5 Minuten noch auf der Uhr. Bisschen Nachspielzeit wird es auch geben. Langsam ist es aber Zeit für die TSG. Schwacher Flankenball. Stark kann das Ding klären. Hoffenheim vielleicht jetzt nochmal. Tor an Leipzig. Mit ein paar weiten Bällen. Der nächste Treffer in Leipzig, den schauen wir uns noch an. Das 4:2 bringt nochmal ein bisschen Harmonie, aber vermutlich keine Spannung. Roland Salay macht das Ergebnis etwas erträglicher. Tunnelt Gulaschi. Gut gespielt und das zeigt auch, dass Freiburg hier immer wieder gute Momente hatte. Unter dem Strich diese 15 Minuten, wo sie 4 Gegentore kassieren. Das ist einfach nicht umzubiegen in Leipzig. Selber 4 Treffer zu erzielen, grenzt an der Unmöglichkeit. Aber das 4:2 ist unter dem Strich das verdiente Resultat. Der Torschütze darf gehen und wir gehen auch nochmal, wo es etwas knapper ist. In Düsseldorf ist es sogar deutlich knapper. 3:2 kann Düsseldorf noch ausgleichen. Das wäre Gold wert. Alleine, weil man Paderborn auf 6 Punkte weiterhin fernhalten könnte. Jetzt sind es eben nur noch 3. Und Bremen spielt ja noch am Montag gegen Leverkusen. Kommt Düsseldorf ein letztes Mal nach vorne. Jetzt müssen sie. Stöger. Das sieht nicht schlecht aus. Ruven Hennings verliert ein bisschen an Tempo. Hennings verschenkt diese Möglichkeit. Unglaublich. Aber Paderborn gewinnt. Nicht unverdient. Starker Auftritt des Tabellenletzten. Beenden wollen wir die Konferenz dann in Dortmund. Wir verabschieden uns erstmal aus Düsseldorf. Die Gäste gewinnen mit 3:2. Die Schalker am Boden zerstört, aber das haben sie sich selber zuzuschreiben. Das 3:0, vielleicht einen Treffer zu hoch. Doch auf jeden Fall ist der Sieg für den BVB korrekt. Das soll's aus der Konferenz gewesen sein. Jetzt gibt's noch einmal den Überblick über die Ergebnisse und am Ende alle Tore im Schnelldurchlauf. Das war's jetzt hier vom Kommentatorenplatz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie am Ball. Jo, da seht ihr einmal ganz kurz die Ergebnisse im Überblick und dementsprechend auch nochmal der Blick auf die Tabelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten, wie gesagt, jetzt gibt's nochmal die Highlights im Schnelldurchlauf. Viel Spaß! Die Gäste führen mit 1:0. Der Tabellenletzte atmet noch. 14. Spielminute, Srebeni. Irgendwie rollt ihm da der Ball vor die Füße. Wo der FCA kommt, Philipp Max mit weiten Schritten über die linke Seite. Khedira rüber zu Richter und das Tor, 19. Spielminute. Der BVB führt.
Julian Brandt macht das 1:0. Die erste wirklich nennenswerte Torchance führt zum Treffer. Schalke bekommt keinen Zugriff, da können sich die Gäste führen mit 1:0. Nils Petersen zeigt erneut, dass der SC Freiburg für RB Leipzig mehr als nur eine kleine Hürde darstellt. Der Abschluss erst noch gut gehalten von Gulaschi. In der Szene drin. Kevin Stöger mit der Flanke und Tommy in der Mitte wird gefunden. Super gemacht. Der Ausgleichstreffer durch Tommy. Jetzt vielleicht mal Yannick Gerhardt mit dem weiten Schlag und der Lauf von Schlager ist nicht verkehrt. Xaver Schlager zu Ginczek und da ist der Treffer. Das kam jetzt aus dem Nichts, aber die erneute Führung für Paderborn. Sven Michel schlägt zu 2:1 für die Elf von Steffen Baumgart. Da hat das 1:1 nicht sehr lange gehalten. Michel aber auch ziemlich frei. Die Verteidigung rückt teilweise raus. Gieselmann. Auch hier ist es eine erneute Führung. Der FC Augsburg wieder in Front. 2:1. Florian Niederlechner macht das Ding, weil Robin Knoche sich hier zu einfach den Ball abluchsen lässt. Das darf niemals passieren. Florian Niederlechner. Auch hier gibt es einen Eckstoß. Forsberg. Paulsen! Vor die Füße abgewehrt von Halstenberg. Und der haut da einen Seitfallzieher raus. Drückt das Leder nur noch über die Linie. Und hier fällt es für die Gäste. 56. Spielminute. Arne Meyer mit dem 1:0. Diesmal zählt es auch. Das Abseitstor aus dem ersten Durchgang vergessen. Wurde übrigens zu Recht zurückgepfiffen. Jetzt aber gibt es keine Zweifel. 2:0 für den BVB. Es hatte sich angekündigt. Dortmund startet herausragend in diesen zweiten Durchgang und setzt jetzt auch noch einen drauf. Thorgan Hazard schlägt zu. Schubert ist bedient. Das hat nicht lange gedauert. Leipzig dreht die Partie. Yusuf Paulsen mit dem 2:1. Wird da bedient. Schließt direkt ab. Flachschuss. Schwolo streckt auch den Fuß aus. Kommt aber nicht mehr richtig ran. Der zweite Ausgleich fällt. Diesmal macht es Kenan Karaman selbst. Flanke von der rechten Seite. Im ersten Durchgang war es noch eine Flanke von links. Das heißt, sie müssen mehr Tore schießen. Vasiliades zu Antwi Ajay. Das sieht nicht schlecht aus. Was ist denn hier los? 65. Minute. Sieht nicht so aus. Freiburg fällt gerade auseinander. 65. Minute. Marcel Sabitzer mit dem dritten Streich. Gut schnell gespielt. Wohl der K.O.-Punch. 70. Minute. Sabitzer schlägt ein weiteres Mal zu. 4:1. Freiburg ist jetzt dieses altbekannte Kartenhaus, das zusammenfällt. Ballbesitz zieht in den Strafraum ein. Das geht alles zu einfach. 3:0. Schicht im Schacht. 73. Minute. Alles vorbei für den FC Schalke 04. Haaland macht alles klar. Das ist ein schöner Doppelpass zwischen Hazard und Brandt, die heute richtig gut harmonieren. Das 4:2 bringt nochmal ein bisschen Harmonie, aber vermutlich keine Spannung. Roland Salay macht das Ergebnis etwas erträglicher. Tunnelt Gulaschi. Das war's jetzt hier vom Kommentatorenplatz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie am Ball.